Name ist Manfred Wandl. Ich bin Hundeführer bei der Tiroler Bergrettung. Das ist eigentlich mein Haupthobby. Wir machen das alles ehrenamtlich. Gamba ist 5 Jahre alt, ist ein Border Collie Rüde, ist ausgebildeter Lawinenhund, ebenfalls ausgebildet für Auffinden und Anzeigen von Leichengeruch. Ja, zur Geschichte von Gamba. Das war also am 17. Jänner dieses Jahres, also im Winter. Wir sind da geworfen worden um 7 abends zu einem Einsatz in einem Skigebiet. Es ist da gegangen um eine vermisste Person, ein 42-jährigen Skifahrer, der also im Skigebiet vermisst war. Wir sind da abseits dann ins Gelände hinein gefahren, ich mit den Ski, der Gamba war dabei, und also nicht auf der Piste, sind nachher über eine Wiese hinuntergefahren, es war also Schnee, hat Neuschnee gehabt, ca. 30 cm, also es waren keine Spuren, nicht ersichtlich. Dann bin ich kurz stehen geblieben, haben dann kurz gewartet auf den Gamba. Der Gamba ist aber nachher nicht mehr gekommen. Dann haben wir gedacht, irgendwas ist. Aber er hat eine eindeutige Anzeige gehabt und Anzeigen tut er ja noch bei Menschengeruch. Ich bin dann rübergefahren, habe dann beim Rüberfahren gerufen und ich war zu meiner Überraschung, hat da jemand geantwortet. Ich bin dann geschaut, habe dann in den Stadel reingeschaut. Der Mensch war im oberen Stock von dem Stadel, weil der untere Stadel offen. Und war da drin, hat sich dort praktisch aufgehört, wenn man das so sagen kann. Aber eben in der Nacht waren minus 18 Grad. Und die Wahrscheinlichkeit, also, dass der Mensch die Nacht überlebt hat, hätte, ist relativ gering. Also in dem Moment hat der Gamba wirklich, würde ich sagen, das Leben vor dem Leben. Ja, und deswegen ist der Gamba mein tierischer Held.